Trau mich nicht. Oh Gott, oh mein Gott, er kommt, nein! Luft anhalten, Leute, Luft anhalten. Ach du Scheiße. Vor allem, die haben alle Waffen, ne? Bist du doch mal der Einzige, der oh mit Gott. So einem läppischen Campingcord da rumläuft. Oh Gott, ich dachte gerade, er zieht mich unter dem Bett raus, ey. Können Sie auch? Ich weiß, aber der hat zum Glück nicht gemacht, der steht noch rum. Der hat Nägel im Baseballschläger. So, und jetzt gleich mal gucken, wo er hingeht. Oh shit. Oh shit. Gott, ich renn grad weg. Ah, das war falsch weggerannt. Ich muss also da hinten und dann glaube ich nach rechts. Und dann. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob es hier irgendwie groß Dinger gibt. Nee, mach mal zu. Nicht, so, hier ist der Mainbreaker. Den machen wir an. Und wir müssen uns jetzt dringend verstecken. Hier. Gehen wir da rein. Hier ist eine Batterie. Übrigens, gehen wir mal schnell rein. Oh Gott, oh mein Gott, schnell. Und abwarten, bis wir das Bumm hören. Sogar beim zweiten durchspielen. Immer noch derselbe Adrenalinkick. Jetzt wird's allerdings wieder ein bisschen trickier, weil jetzt musst du ja dann wieder zurückkommen. Und jetzt patrouilliert er ja da. Oh. Okay. Er ist durch. Nein! Geh weg von meinem Schrank! Oh mein Gott, er hat den neben mir aufgemacht! Oh! Leck mich am Arsch! Schon hartes Spiel, es ist schon richtig, richtig hart. Bitte geh wieder raus! Man muss echt auf die Geräusche achten. Ich kann jetzt nicht orten, wo der ist. Ist der schon wieder raus? Soll ich mal gehen? Oh Gott. Es ist immer anders ein bisschen. Du weißt ja nicht, wo er gerade trolliert. Nee. Ich trau mich jetzt mal raus. Holy shit. Und um die Ecke spähen. Da hinten ist er. Ich weiß nicht mehr, ob hier irgendwas drin ist. Ich glaube nicht. Okay, sehr gut. Er ist jetzt in den Raum da hinten reingegangen. Ich muss jetzt nur an ihm vorbei. Oh shit. Der hat irgendwas gesagt. Hey, mach mal an. Oh Gott! Und dann schnell zurück. Schnell zurück dann. Hier! Durch! Geh durch! Scheiße. Da ist er! Oh, 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 oh. Allmächt. Das Spiel raubt einem den letzten Nerv, ich sag's dir. Okay. Ich würde sagen, machen wir hier mal eine Pause. Oh, wir haben's geschafft. So, Power ist wieder an. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwas vergessen haben oder nicht. Na, also zumindest laut der Seite nicht. Ich denke auch nicht. Wir müssen jetzt auf alle Fälle wieder in den Security-Raum, glaube ich. Das können wir noch schnell machen, weil wir jetzt... Ja, richtig, wir wollten das ja hochladen und dann konnten wir nicht. No. So, schauen wir doch mal. Oh. Oh, Spritzen sind nicht schön. Da dachte man eigentlich, man ist eben sein Erlöser und dann sowas, ne? Du, ein Scheiß. Ich dachte auch, dass der hässliche Priester... lieb ist. Da sieht man das,
Da sieht man den Wallrider in Aktion, was auch immer der Wallrider ist, man erkennt hier eben nichts. Und das ist das Militär, was anscheinend vorhin da war. Und wir sollen die das Evangelium hier annehmen und dann werden sich alle Türen offenbaren. Die einzige Tür, die ich haben will, ist die, wo Exit oben drauf steht. So. Wir wachen auf. Ja. Wir wachen auf. Wie immer. Call of Cthulhu ist schon bei 16%. Also, Arne, du musst wieder auf die Notes sein. Und die Documents gucken, dass ich weiß. Also, ich glaube, ja, die. Aber warte mal. Für die nächsten 20 Sekunden ist es dein Problem, weil hier läuft gerade eine Werbung. Achso, ja, das macht nichts. Vergiss nicht die Notizen, genau. Gut. Wir sind jetzt hier in der Zelle aufgewacht, nachdem uns der Doktor riesige Spritze reingehaut hat. Allmächt, das ist der Typ. Doktor riesige Spritze, genau. Doktor Spritze. Sache, was ist denn dein letztes. Was ist dein letztes Document, was du hast? Das letzte Document war MKUltra CIA. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dokumente hatten wir bis jetzt. Okay, Moment, dann. Ich trau mich nicht raus, Arne. Sich aufhält. Ja, in dem Teil würde ich mich auch nicht raustrauen, wenn ich du wäre. Die laufen da ja frei rum. Ja. What the fuck? Nicht so schön hier in dem Spiel, ist nicht. Nicht fröhlich Kirschen essen. Der geht total ab, der will hier durch, glaube ich. Jetzt rennt er weg. Überall sind gerade GTA 5 Werbungen. Das macht mich so fertig, ich muss noch so lange warten. Aber ich weiß, wo du bist, also kein Stress. Ich kann es dir schon sagen. Die sind so abgefahren, die Typen hier. Also fürs... Das sollte, ich weiß gar nicht, ob man... Also Martin Fingerpainter kann ich dir nicht sagen. Würde ich mal die... Würde ich mal... Oh Gott, deswegen habe ich mich gerade erschrocken. Nur das Zitat. Was passiert, was ist? Ah, ich sehe dich. Der Drecksarm! Finger zusammengezuckt! Leck mich am Arsch! Geh weg! Du hässlicher! Du hässlicher! Oh Gott! Hallo! Ey, Alterla, du! Du ich hast, da, du hast deinen Darm hier verloren! Ich Stelle unglaublich erschreckt! Der hat seinen Darm verloren, aber man kann die doch da machen mal zu, ne, die Tür. Mach lieber zu, du weißt nie, welcher dich verfolgt und welcher nicht. Ach, das sind unsere zwei Freunde. Oh, vor allem der eine, der sich da selbst betatscht, das ist nicht so schön. Ja, die wollen mich töten, ne, die beiden, die geben mir einen Vorsprung. Ja. Auf die wirst du ja, glaube ich, auch nochmal treffen, ne? Ich kann mich nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Nee, die ganze Zeit gehen Türen auf und Verrückte kommen raus. Ja, vielleicht habe ich ja auch ein Gespenst gesehen. Yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da war ein Gesicht. Ach du Scheiße! Der hat mich weggeschubst. Ja, ich will das ja gar nicht machen, aber ich weiß nicht, Arne, muss ich hier irgendwie in einzelne Zellen gucken für irgendwelche Dokumente? Also, es stehen leider bei manchen Dokumenten nicht Dinger dabei. Das ist das Problem, nicht die Fundorte. Wie zum Beispiel beim Father Martin von Paint. Da steht nur dabei, was das Dokument aussagt. Deshalb Alter, kann ich zieh dir mal sein Bein rein. Der hat auch gar nichts mehr da dran. Die sind voll. Dass die alle ein bisschen besonders aussehen, ist schon hart, ich weiß. Der Depp hat sich gerade seinen Kopf da ankaut. Pass halt mal ab. Muss halt jetzt in die Ach, Hallo? Gehen, weil das nächste Dokument, da ist kein Fundwort. Gut. Ich glaube ja fast, dass ich hoch muss, oder? Ja. Obwohl, nein, warte, wo geht's denn hier nochmal weiter? Ich weiß es nicht mehr. Da links oben sah es aus, als wäre da eine offene Tür. Ah, nee, hier ist ein Spalt. Okay, ich hab's dir gesagt. Gott, ich höre Geräusche. Ich höre Geräusche. Mach die Kamera aber bitte auch aus, ne? Oh Gott. Ach richtig, das ist doch der Typ, der die Leiche fickt. Ah, das ist übrigens eine Note, da muss man die Kamera draufhalten.
It's sick. Ja, ich bin sick. Schöne Leichen ficken hier. Vor allem die ganze Zeit, wie er sagt. Seidig, seidig, seidig. Notizen, Nekromantie haben wir hier. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja, definitiv. Das weiß ich gerade nicht. Arne, du musst mir dann sagen, wenn es weitere Dokus gibt. Ich kann dir nicht alle Notes, also alle Documents sagen, aber leider, weil bei manchen Fundorten nicht dabei stehen. Oh Gott. Ja, ja. Oh Gott. Von Father Martin Fingerpainter ist leider kein Document Aufenthaltsort. Father Martin Fingerpainter. Hier angegeben. Du kannst doch einfach mal googeln, ja, in der Zwischenzeit. Falls da irgendwas und gibt. Und von dem nächsten auch nicht. Ja. Aber ich denke, wir werden die schon sehen. Wir klappern einfach jede Tür ab jetzt. Geht's. Das, ich will aber das Spiel ist gar nicht so hart. Tut nur so. Ja, ist gar nicht so hart. Es tut nur so. Nur so. Ich will aber nicht jede Tür abklappern. Das hast du ja gesehen. Da kommen Gestalten an die Fenster. Ach, Bullshit. Das geht schon. Ach so, ne, warte mal. Da sind wir hergekommen. Das war die Leichenschänder. Jetzt machen wir mal hier zu, ne? Dass mein Arsch hier in Sicherheit ist. Wortwörtlich. Dein Arsch bleibt Einbahnstraße. So, dein Arsch bleibt Einbahnstraße. Richtig. Also hier geht's nirgendwo. Dann müssen wir jetzt tatsächlich, glaube ich, da wieder in die Haupthalle. Und genau hier, man kann... Ah. Wir müssen uns hier entlang hier balancieren. Ich glaube, so viele Batterien wie du hast, hatte ich in dem Moment eigentlich gar nicht. Was? Drei? Ja, ich bin halt ein Spaßhammer mit zwei ausgekommen. Oh Gott, das ist der Part. Nee, doch nicht. Nee. Oh Gott. Nee, nicht der Part. Oh Gott, der will mich auch töten. Warum wollen mich alle töten? Ich bin jetzt hier, wo die. Dieses Gefängnis war eine der schlimmsten Sachen überhaupt in diesem ganzen Ding hier für mich, fand ich. Weil ich kam mir so verloren vor da. Ja, vor allem hier sind halt überall diese ganzen Gestalten, die noch am Leben sind und so, Guard. Und die zwei Schwulen, Gott, die dich umbringen wollen. Guard always provides a way, follow the blood. Also Blut ist gut. Bullshit. Mittlerweile habe ich ja durch, Blut ist nicht gut. Also wir werden dekontaminiert anscheinend. Ich hasse diese Stelle, da hat sich mein PC mal dauernd aufgehängt. Hier gibt's eine Batterie. Die schnappen wir uns gleich einmal. Würde ich immer mitnehmen. Kannst in dem Spiel nicht genug Batterien haben. Gott, ich höre die ganze Zeit Sachen, die hoffentlich nicht da sind. Geht's hier? Oh Gott, ich höre die ganze Zeit Geräusche. Ich höre Stimmen, Arne. Oh nein, ich weiß, wo du bist. Oh fuck, oh nein, oh nein. Okay, lass uns weiterspielen. Du kommst damit seelisch schon klar. Kein Problem. Was sich bei mir aber mittlerweile abgezeichnet hat, ich habe immer das Gefühl, dass was Schlechtes passiert, wenn da so Hindernisse wie Tische oder so stehen, ja, wo du drüber springen kannst. Ah, hier. Hier ist ein Dokument. Das ist jetzt Dokument Vater Martin Fingerpainter, da der Fingermaler. Sehr schön. Ah, okay. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Gut, ja, das ist nur eine Seite. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Für alle, die es lesen wollen, ne, könnt ihr das Video da dann anhalten. Und ja, für alle, die jetzt wieder mit uns dabei sind, geht's jetzt weiter. Also down the drain. Down the drain. Kommt. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Down the drain. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Danke für den Hinweis. Ah. Opa. Nach einer halben Stunde Gameplay, wo es schon etliche Verfolgungsszenen gab, sagen die Jungs das. Ah, ich glaube, ich kann mich vage hier dran erinnern. Hier ist der Typ drin. Aber gegen Ende des Spiels ist unglaublich wichtig, dass du Türen schließt. Nur so als Hinweis. Wenn wir da sind. Weil da hast du dann hier einen, sind schon einen wieder Verfolger, der auf alle Fälle schneller ist als du. Oh Gott, ich mag nicht, dass die schneller sind als ich. Ich bin jetzt schon langsamer. Ja. Kleiner Hinweistipp, Wall Rider. Da wird man auch noch mehr erfahren. Also ich mache jetzt hier mal die Tür zu, wie es in den Tooltips war, dass der Typ ja nicht hinterherkommt. Von dem Typ brauchst du keine Angst haben, von dem habe ich noch nie was gesehen, du.
das sind über Leichen. Ich höre schon wieder Geräusche. Aber wirklich immer, wenn da ein Tisch ist oder so, habe ich immer das Gefühl, dass gleich eine Szene kommt, wo entweder jemand patrouilliert oder du weglaufen musst oder irgendwas. Macht das Spiel schon fast ein bisschen vorhersehbar, finde ich. Oh außer Gott. Jetzt natürlich. Der ist so gruselig, der Typ. Der macht irgendwie nichts, der steht einfach nur da. Der steht auch nur da. Ich habe mich voll um den rumgeschlichen und dachte, ich muss den irgendwie ablenken und so, ja, weil der gleich auf mich losgeht. Ich glaube, wir müssen auch in dem Raum dahinter, weil da gibt es auch ein Collectible. Ja. Da müssen wir auch hin. Aber möchte, dass wir ich still bleibe. Ja, okay, ich bin ruhig. Hallo. Wir müssen ja auch ein paar Sachen erstmal machen, dass wir da hinten überhaupt reinkommen in den Raum, ne? Hier ist eine Batterie. Wir sind bei 5 Batterien, Leute. Das ist gut ausgerüstet, aber sonst gibt es hier, glaube ich, nichts im Raum. Okay, er ist noch da. Hello. Alter, wie der ausschaut. Okay. Ja, der Typ hat so seine Eigenarten. Ein Viertel von Call of Cthulhu ist schon downgeloadet. Jetzt nicht die Waffe in einem Call of Cthulhu. Die ganze mein Zeit. Let's Play. Ja, egal. Auf alle Fälle, es geht weiter, ne? Und jetzt wird schon, jetzt kommen schon die ersten paar Szenen. Allmächt! Allmächt! Du weißt, dass du Türen auch nur leicht aufmachen kannst, ne? Ja! Ich versteck mich im Schrank. Mit den W oder A. Wehe, der Wichser, der tut mich jetzt verraten. Oh Gott, bitte komm nicht in den Schrank. 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 Komm nicht in den Schrank, ich bin nicht da. Scheiße, die Schränke habe ich vorhin nie gesehen, ne? Ich bin nicht da. Ich bin immer bis ganz hintergelaufen in die Zellen. Soll ich? Nein, ich höre Schritte. Oh Gott, da vorne läuft er, da vorne läuft er. Das ist ja der Hammer, dein Charakter fängt an laut zu atmen, wenn er näher kommt. Ja, und wenn er den Schrank aufmacht, dann renn raus. Der ist jetzt da hinten, der ist jetzt da hinten rechts ran. Oh Gott. Dann geh raus. Gibt's hier was zu verstecken? Ja, auch Schränke, sehr gut. Schnell, geh rein. Oh, immer wenn die Musik kommt, dann verfolgen sie dich. Das Spiel ist so böse. Die Musik in dem Spiel ist auch unglaublich hart, finde ich. Und vor allem, du musst halt auch immer ein bisschen abwägen, mache ich die Tür jetzt zu oder nicht, weil wenn du die Tür zumachst, dann brechen Gegner ja meistens durch. Ja, richtig. Ich habe es gerade gesehen, ich konnte die Tür nicht zumachen. Genau. Oh, komm schon. Die brechen dann meistens so durch, dass du sie nicht zumachen kannst. Also musst du immer ein bisschen abwägen. Ich weiß gerade nicht mehr, voll die Tür zuzumachen oder nicht. Ja, das ist halt auch ein wichtiges Gameplay-Element. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wenn ich hier rausgehe, wo es dann weitergeht. Rechts ist ein Knopf. Den muss ich drücken. Rechts ist der Knopf und dann musst du zurückrennen. Ja, aber dann kommst du wieder in so eine Kontaminierungskammer. Soll ich rausgehen? Ja, damit musst du live or die with it. Not my problem, bro. Drücke auf den Knopf. Follow the blood. Gibt's hier sonst noch was in dem Raum? Laut meine Notizen nicht. Du hast ja Allmächt! Allmächt, der kommt! Ahne, der kommt! Ahne, der kommt! Oh Gott, der kommt hierher! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, da ist er! Oh Gott!